Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Shadowverse Arena. Beim letzten Mal hatten wir ja eine relativ gute Runde mit Swordcraft gehabt. Ah, okay. Venya spricht auch so gerne. Ich nehme einfach nochmal Swordcraft, weil das letzte Mal so gut lief. Und ich habe auch eine Quest für Swordcraft, deshalb auch. Oh. Ja, Kronos mag ich ja nicht so gerne. Zodiac Demon ist eine interessante Karte. Funfair Part in Follower that originally cost 7 play points or less from behind and to play destroyed the X damage to a random enemy follower. If no enemy followers are in play, the two enemy leaders, ja, the attack of the destroyed allied follower. Ist eine interessante Karte, kann sehr gut sein, um Mobs zu killen. Muss es aber nicht. Round Table Assembly, dafür brauche ich halt die Commander und Sky Fortress. Scale Fortress hat Rush und Farm for Give an Allied Follower plus 3 plus 4. If it's an Officer Follower, give a Dwarf, it's a Commander. Oh. Okay, ich gehe mit den beiden. Definitiv. Das war schon. Okay, Ex-Princess ist ganz nett. Match and Tet ist auch sehr nett, aber ich gehe mit Frontline, Ramparts und Assassination Juju. Womit ich die Board Control ein bisschen mehr habe. Oh. Ich denke, die sind zwar beide ganz cool, aber ich denke, ich gehe mit Kohullen und Wilds Magic Marksman. Oh. Offless Knight ist natürlich nett, Ex-Princess ist natürlich auch nett, aber Master Samurai, der kann einfach so absolut böse werden, wenn man den hochballert, wenn man den hochpusht. Hier nehme ich Goblin Mount Ogre und Evelicia für The Fallen. Okay. Bladed Hedgehog ist natürlich ganz nett. Accolade ist natürlich auch keine schlechte Karte, aber ich glaube, Nonya ist einfach eine absolut geile Karte. Wenn man ist halt ein Wort und wenn man einen Commander hat, dann kriegt sie halt noch Bane dazu. Und Homebound Mercenary ist halt auch eine schöne Karte, weil die halt immer ein Leben regeneriert. Flail Knight oder Frontline Ramparts? Ich glaube, ich gehe mit Flail Knight und Unsafe Blade. Tatman mag ich nicht so. Beryl Ex-Wielder kann ganz gut sein. Ich denke, ich gehe aber mit Nyx und Mystic Ring. Okay. Castle Guardian ist einfach sehr stark. Goblin Mount Ogre habe ich schon einmal. Happy Pick ist in Ordnung, aber ich gehe mit Goblin Leader, ist einfach sehr gut. Und Hector finde ich, wow, in Ordnung, aber. Okay, Pollux ist dagegen sehr geil. Frontline Rampage. Okay, Bladed Hedgehog oder nochmal. Ja, ich denke, ich gehe mit Ward und Kohullen. Also langsam werden das viele, die ich da. Okay, ich gehe mit den Cardor. Ich habe so das Gefühl, dass ich gut einmal den hier noch. Okay. Arthur Knight habe ich ein bisschen Problem mit. Red Rich Swordsman ist einfach eine sehr, sehr starke Karte und Innocent Princess Rim ist in der Kombination, die ich im Deck habe, glaube ich auch alles andere als eine schlechte Karte. Ich muss sagen, ich kann das Deck schlecht einschätzen gerade. Kann sehr gut sein, kann aber auch total in die Hose gehen. Das ist echt eine Sache. Das weiß ich gerade nicht so. Oh, Siegfried. Der gute Deutsche. Oh. Heavencraft. You must die! Is fighting and despair all you know? Okay, Goblin Leader nehme ich einmal raus. Boah, wow, das ist doch mal lustig. Auch wenn ich die eigentlich noch nicht spielen möchte. Sondern eigentlich den Enhance-Effekt nutzen möchte, aber. Okay. Evelicia spiele ich gleich, dann
Warten. Okay, vielleicht. Vielleicht spiele ich auch lieber gleich Rabbit Ear Attendant. Dann ziehe ich nämlich noch eine Karte direkt nach. Klingt, glaube ich, auch nicht so schlecht. Okay. Gut. Ich spiele mal Kator. Und geh Face. Die zwei Damage, die kann ich auch Face gehen. Entweder tradet er nämlich jetzt in die rein oder... Ja, hätte ich schon erwartet. Er möchte nicht, dass ich den mit gegen die White Snakes traden kann. Okay. Warte mal, was macht... Die sind... Die White Snakes sind 2-2er. Gut. Was macht Fatus? Destroy an enemy follower 3 defense or less. Okay, dann nehme ich, glaube ich... Fatal Spellbomb. Den bewahre ich mir aber noch auf. Erstmal. Mache ich das. Ja. Theoretisch könnte ich gleich Goblin Mount Orkel spielen, aber das ist, glaube ich, keine so kluge Wahl. Weil ich erstmal die beiden loswerden muss. Dafür habe ich mir als Fatal Spellbomb jetzt geholt. Ich kann auch Assassination Jutsu dafür auch einmal nehmen. Das kommt jetzt ein bisschen drauf an, was er jetzt spielt. Ich habe auf jeden Fall die Möglichkeit, sein Feld mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit gleich leer zu räumen. Und danach kann ich ein bisschen... Oh, ja, okay. Ja, okay. Damit komme ich zurecht. Damit komme ich absolut zurecht mit den Sachen. Gut. Was mache ich dann? Einmal den weg. Den. Und ich gehe erstmal Face. Ah, Goblin Leader. Jetzt muss ich halt schauen, was ich gleich mache. Ich wollte jetzt dafür nicht noch Assassination Jutsu da auch noch reinhauen. Weil ich das Gefühl hatte, dass das Verschwendung wäre. Okay, der... Ja, okay. Die Frage ist, was er jetzt macht. Ja, okay. Das ist mir eigentlich relativ schnuppe, die Aktion. Pollux sollte ich mir definitiv aufbewahren. Ihn einmal spielen. Die Frage ist halt... Ja. Your fate's been set. Tear through! So, with an allied non-Swordcraft follower, gut. Das kriege ich auch hin. Oh my my. Welcome. Lovely day for a fight. Das ist nicht so das Problem jetzt gerade. Ich könnte ihn jetzt spielen, aber ich spiele erstmal. So. Jetzt habe ich mir erstmal einen schönen Taunt dahingestellt. Also eine schöne Barrikade. Dann muss ich gleich schauen, was ich dann mache. Wenn der überlebt, dann kann ich damit Pollux
gleich gut arbeiten. Das ist mir relativ schnuppe. Das eigentlich auch. Ja, okay, er tradet jetzt. Das. Ja, okay, dadurch ist der tot, aber. Das könnte auch wesentlich schlimmer für mich noch sein, also. Ich könnte den spielen und dann, aber nee. Nee. Ich mache ich jetzt? Ich mache ich den und ich glaube ja. Ich glaube, ich mache das. Come get some. Come get some. We'll earn you something. Nonya, I'm the wonderful Princess Prim. So. Viel Spaß damit. An der Karte kann er jetzt wahrscheinlich schön seinen nächsten Mobs aufreiben. Ich kann gleich die lustige Kombination aus Pollux und... Ja, okay. Das ist mir relativ schnuppe. Ja, schade. Aber... Könnte schlimmer sein. Das geht auch noch. So. I shall sing your praises, Caster. So. Ja. Den mal kurz weghauen, wenn ich den jetzt evolve und trade, dann hat der noch zwei Leben danach. Nee, sollte ich also, oder... Doch, doch, ich sollte es doch machen, leider. Ich sollte es machen, auch schon allein aufgrund von der Field Control her. So. Wie reagierst du jetzt darauf, ist die lustige Frage. Du kannst natürlich den wegtraden, das ist mir relativ egal, jetzt gerade. Okay, Kronos. The real battle begins. Time is of the quintessence. To the gods I return. Here and now, your salvation. Okay, was packe ich denn? In dem Falle spiele ich den jetzt mal lieber nicht. Assassination Juju auch noch nicht so. I can do a bit. Come get some. I like. Give me that. Stop. So, ein bisschen Face gehen. Ja. Das ist doch mal in Ordnung. Falls er etwas wirklich Böses spielt, kann ich es immer noch loswerden. Und ansonsten habe ich gerade eher die Kontrolle und kann ihn langsam runtergrinden. Lovely day for a fight.
Okay, was mache ich denn jetzt? Ich denke, ich sollte wirklich Flail Knight jetzt spielen, oder? Ich könnte natürlich... Das ist jetzt so ein bisschen die Sache. Gut, den packe ich schon mal Face. Womit kann ich jetzt am besten... Mit White Red sollte ich nicht spielen. Damit ziehe ich 3 Karten. Das bringt mir nicht so viel. Ich denke, ich spiele nichts und gehe komplett Face. Fuck, dann verliere ich jetzt eine Karte mit dem Zug, aber... I shall guide you to glory. Lovely day for a fight. I don't really care. Oh shit. Gut. Ich bin jetzt echt am über. Ja, das mache ich. Stop! Viel Spaß beim Kartenziehen. Wenn ich mich jetzt nicht irre, habe ich gewonnen. Weil er sich jetzt zu Tode ziehen wird. Was mache ich jetzt noch? Dich ich. Vielleicht sollte ich nochmal schauen, dass ich eventuell. Oder ich kann 2 Schaden, kann ich gerade Face machen. Ich habe hier einen. Einfach mal schauen, dass ich ein bisschen noch meine Verteidigung habe. Der würde dann... Dann würde ich 4 Karten ziehen. Mit dem wäre ich bei 5. Ah ne, fuck. Das stimmt nicht. Okay. Der kann 8. So kann er 12 Schaden machen. Gut. Das heißt, ich muss irgendwie schauen, dass ich irgendwas von ihm am besten tot bekomme. Infallible Spear, inevitable victory, tear through. Bella, dich spiele ich nicht. Lord Romeo noch einmal. Stop! Ding! Dong! So. Nur damit ich mich nicht overdraw und er mich jetzt nicht killen kann mit der Aktion. Das war der einzige Sinn davon. Juliet, I'm coming to you. You wouldn't. Schön, ich hab gewonnen. Warte mal, war das jetzt gerade das erste Match gewesen? Das hat sich dann aber ganz schön in die Länge gestreckt. The pleasure was all mine. Und ich sag nur mal wieder, ja, ich finde Kronos ist eine sehr, 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 sehr gefährliche Karte. Gerade als Gegenspieler kann man sich dann meistens relativ gut darauf einstellen. Wenn die Karte gespielt wird. Ich persönlich finde sie halt auch nicht so stark, wenn man sich meistens damit dann selbst killt. Okay. You must die. Mother, Father, come on.
Roundtable kommt weg. Kohullen behalte ich erstmal da. Gut, Goblin-Orgel. Okay, der ist der bessere. Oder? Ne, die sind leider beide gleich stark dann als Wort. Der ist doch auch gut. Warte mal. If you have at least 3 neutral cards in your hand zu dem Zeitpunkt. Oh, okay. Your fate's been set. Tear through! Vielleicht sollte ich mir dann die Vierer ein bisschen aufbewahren. Here and now, your destruction. Ach, egal. So. Jupp, dann kriege ich jetzt die 3 Schaden, spiele Frontline Ramparts und dann Hector. Okay. Jetzt setzt er natürlich nach. Jetzt habe ich das Problem, dass ich halt lovely day for a fight. Ja, ich muss den evolven, damit ich ein bisschen hinterherkomme. Gleich kann ich dann Hector spielen. Hätte ich den nicht evolved, dann hätte ich zu viel Geschwindigkeit verloren. Also, beziehungsweise der Gegner hätte zu viel Geschwindigkeit bekommen und ich wäre nicht mehr hinterhergekommen. Ah, okay. Okay, das ist mir relativ schnuppe, um ehrlich zu sein. Gut. Das ist ein Ward nebenbei. Das heißt, wenn ich den... Ja. Das ist kein Problem. Der hat dann immer noch 4 Leben. Versus Full Attacks. Okay, der hat dann nur plus 2, da würde den immer noch nicht töten können. Und ich würde sowieso gleich wieder einen bekommen, womit ich den wahrscheinlich dann traden könnte. Also, ich habe jetzt eigentlich gerade eine gute Situation, wo ich mir mein Feld aufbauen kann. Was macht er jetzt? Okay, das ist jetzt assi. Das ist jetzt wirklich ein bisschen assi. Das kann ein bisschen schmerzhafter für mich jetzt werden. Okay. Okay, jetzt muss der weg. Jetzt muss der definitiv gleich weg. Dafür muss ich dann noch einen Wolf raushauen. Der muss... Okay. Ich muss gar keinen Wolf dafür raushauen. Die Frage ist nur... Assassination Jutsu. Lohnt sich das jetzt so mit dem... Was ich da gerade habe... auf meiner Hand. Oder sollte ich... Nee. Ja, doch, ich denke, ich sollte mir den lieber auch bewahren. Für die nächste Runde. Jetzt kann ich nämlich meine Wards nachsetzen. Er hat weniger Karten auf der Hand. Wir haben beide keinen Evolved mehr. Ich habe den stärkeren Ward gerade. Ich habe noch Assassination Jutsu, womit ich noch was killen kann. Okay. Das ist mir nicht so wichtig. Das ist böse. Das ist zwar böse, aber
Ah, okay, das ist für mich wiederum sehr vorteilhaft. So, was kommt jetzt? Killing never gets boring. Well, aren't you something? Ja, okay, den bekomme ich damit weg. Don't you wanna die? Ein Mercator hinterher. Come get some. Gleich kann ich dann noch Innocent Princess Prim spielen. Das ist auch ganz nett dann. Okay. I'm leaving. Da hat er aufgegeben. Aufgrund von der Länge der Folge her beende ich dann hier die Folge. Denn das erste Match hat sich halt über locker 15 Minuten hinausgezogen. Deshalb vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe bis morgen, wo wir dann diese Runde weiterspielen werden. Ciao.